Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 3 Multiplayer. Mit dabei der Marc. Moin. Wir spielen Rush of Nebandon Flats. Das haben wir beide, wie wir gerade mitbekommen haben, auch noch nie gespielt. Ich spiele als Medic. Bei Rush spiele ich immer als Medic. Greystar und Patrolei sind jetzt meistens bei mir. Ich habe da mit denen so ein bisschen was abgeklärt. Und zwar, es haben sich ein paar beschwert. Ich finde, naja, was heißt zu Recht? Aber ein paar haben sich halt beschwert, meinten halt, die spielen halt wirklich immer in meinem Gegnerteam. Und die sind halt das Battle an, aber euch hat das, viele von euch hat das irgendwie genervt halt. Manche fanden es gut. Ich habe jetzt die gebeten, dass wir halt, wenn es geht, dass sie halt versuchen zu switchen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie, keine Ahnung, nicht gegen die spielen will oder so. Aber ich will es halt mal, einfach mal probieren, halt auch mal gegen andere Leute zu spielen. Und nicht immer gegen die gleichen. Und da wurde ich gerade gekillt. Fuck you. So. Ja, wir haben ja alles clear bis jetzt. Naja. Ja, Rush habe ich hier, wie gesagt, noch nicht gespielt, aber. Du bist auch wieder im anderen Team. Wir müssen das gleich mal irgendwie hinbekommen, dass du bei mir bist. Wir hatten eben schon eine Runde vermeintlicherweise aufgenommen. Allerdings dann irgendwie doch nicht. Und du mir rüberkommen, theoretisch. Aber dann wären wir wieder gegen Patrolei und Grazer. Ja, wir probieren. Wie gesagt, wir spielen noch ein paar Ründchen, Leute. Der Marc kommt dann gleich wieder zu mir. Ist kein Ding. So. Du darfst nicht so oft wechseln. Ich hab das Team noch nicht einmal gewechselt. Ja, das ist immer so logisch, ja. So, mal ein bisschen hier verschanzen. Alter, mit was ballern die Typen denn hier? What the fuck? Habt ihr irgendwelche Fahrzeuge? Ihr habt auch Fahrzeuge. So, Plante. Habt ihr ganz schön durchgerusht, ey. Lol, wieso habe ich auf meiner Icon Reflexvisier? Nein. So heißt der Modus ja nun mal auch. Ja. Boah, gesniped, ey. So, erstes Ding ist durch. Zweites auch am Blinken. Ja, das erste ist auch echt schwer da aufzuhalten, weil ihr einfach von oben. Ja, da hast du einfach nicht so einen guten Blick, ne? Weil ich finde auch echt hier auf der Map, finde ich ein bisschen schwierig, die Sonne. Das ist wirklich heftig, die knallt so extrem, aber die knallt uns ins Gesicht gerade. Mhm. Finde ich ein bisschen. Oh, ihr habt einen Tank? Wollt ihr mich verarschen? Haben wir auch einen Tank wenigstens? Ja, ihr hattet auch einen. So, jetzt müssen wir mal hier. Das zweite, das geht schon besser. Da gibt es verschiedene Eingänge, die man bewachen kann. Das, Das ist diese Halle wahrscheinlich da hinten, ne? Ja, das dachte ich mir schon, ey. Ah, fuck. Wir brauchen Fahrzeuge hier. Wir können da nicht zu Fuß hinlaufen. Das liegt immer an unserem Team, ob sie das raffen, was sie machen müssen oder nicht. So, wir müssen fahren. Es gibt nämlich einige Intelligenzbolzen, die rennen einfach jetzt gerade aufs freie Feld auf euch zu. Ja, hier. Schön verschanzen und passt das. Schon eure Sniper. Lass mich hier weg! Verdammte Scheiße, Mann! Lol, diese Kackgranate. Kann mich da keiner retzen? Der Kassi. Komm schon. Spawn. Nice. Eine Granate, fick dich! Oh, geh weg! Verpiss dich! Nein, da steht ein behinderter, abgefucktes Stück Scheiße von Sniper, ey. Dem seine Mom und sein. Alter, deine Eltern sind Geschwister! Und haben dicke Füße beide, ey. Ja. Oh, nee. Zu Homer, der wollte eigentlich auch, aber der muss Hausaufgaben machen. Der hat morgen Schule. Der Mark hat morgen keine Schule, der hat morgen Ferien. Und deswegen können wir zocken. Der Homer allerdings hat Schule und konnte deswegen nicht. Das muss man ja auch, finde ich aber gut, dass er das zumindest vorzieht. Gibt es ja auch ganz andere Leute, die da. Schlecht, wenn das nicht machen will. Ja, aber da gibt's. Ich kenne ganz andere Leute. Also, bei Gamern ist man so einiges gewöhnt. Ja. Oh fuck. Versuch den mal rauszuschießen, ne? Nein! Ah. Nein, deine Mom! Ich hab doch die anderen beiden dabei. Das läuft gar nicht hier. Der dürfte jetzt gleich zurückkommen. Kommt er nicht zurück? Wieso nimmt denn jetzt jemand einen Sniper aus unserem Team? Das ist ja richtig intelligent in der Lagerhalle.
Boah. Alter, ich hab's probiert. Nee, ey, unser Team, das ist... Meins ist scheiße. Meins ist scheiße, ja. Ja, ja, das ist einfach kacke. Ich find's auch scheiße bei euch. Lol. Nein, wo spawn ich denn? Ich hab Panzer von euch. Boah, lecker. Ja, dafür habt ihr aber auch einen Panzer gerade am Einrollen. So, jetzt geht... Oh, lauf mir nicht immer in den Weg hier. Leute, die weniger Punkte haben als ich, sollten frei machen, wenn ich komme. Ja, so sehe ich das. So. Oh, da war einer, komm. Und jetzt kommt da wieder einer. Ach, das warst du, Alter. Ja, ich hab ohne Scheiß, ich habe gedacht, du wärst umgefallen. Sonst hätte ich nicht aufgehört zu schießen. Ja, war voll komisch, weil ich hatte nur noch 3%. Bei mir sah das aus, als hättest du jedes Leben, also wäre alles dein Leben weg. Ehrlich jetzt. Also das ja, habe ich auch auf Video, ja, man sieht das. Manchmal verplant man sich dann auch so ein bisschen. Oder manchmal verplant das Spiel, random spread oder so, was auch immer passiert. Das war echt seltsam gerade. Das... Nice finde ich auch, dass wenn man unter Suppression ist, dann bekommt man ja random spread, ne? Das ist auch richtig, finde ich auch richtig gut. So, also, mit der M416 mal ein bisschen abrocken hier. Wow. Steht ihr da hinten im Container oder was? Ich stehe in keinem Container, ehrlich gesagt. Ich aber andere kommen hier gerade nicht hin. So, ah, hier ist der Panzer von euch. Da ist gerade ein Typ ausgestiegen, ausgefallen. Oh, nein, und jetzt bitte, bitte, bitte beschützt die Scheiße doch, Alter. Nein, Grayson, wir sind da. Ah. Wir sind hier, hat kein Problem. Das ist und die Halle ist kacke. Die Halle ist echt ja, kacke. Oh, shit. Die ist echt nicht so geil. Das Problem ist, dass ihr schon drin seid. Also. Ja, wir haben aber auch nur noch 20 Tickets. Gut, das ist. Das ist zu wenig, glaube ich. Ja, ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Es sei denn, wir würden. Ich mach jetzt noch 20 Kills im Wasser. Naja, die großen Reden hier schwingen, ey. Ja, Leute, heute ist ein ganz cooler Filmeabend gerade, nebenbei auf ProSieben im Gange. Erst war es, Prince of Persia, was ja eine Spielumsetzung ist. Das ist ja auch selten, dass Spielumsetzungen mal ganz gut sind. Das ist nämlich eine nicht so verkehrte Spielumsetzung. Und dann war... dann kommt jetzt gerade 300, was auch ein richtig geiler Streifen ist. Ich habe jetzt übrigens mal auch Oblivion gesehen, den hast du ja auch schon gesehen. Hammer, oder? Ja, Hammer. Ich fand die Wendung so geil. Ich habe mir auch zu Hause erstmal... Die Wendung war schon nice. Die Wendung war Hammer, oder? Ich habe sie nicht kommen sehen. Also ich bin ja echt nicht mehr so gut zu überraschen, aber ich muss sagen, die habe ich nicht kommen sehen. Und ich muss sagen, ich habe mir den Soundtrack jetzt zu Hause nochmal angehört und das ist wirklich einer der besten, den ich seit langem gehört habe. Boah, ich fand den Soundtrack auch echt gut. Ich bin auch generell... Den Credit-Song, der ist extrem nice von dieser Susanne Strands. Ja, ist so eine Schwedin, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ah, fuck, ey. 5 Tickets habt ihr noch. Ja, das schaffen wir nicht mehr, das ist nicht mehr drin. Also da müssen wir jetzt schon... Das ist hier auf der Map auch ehrlich gesagt, ich hoffe, wir switchen gleich. Ich will mal wissen, wie einfach das ist hier zu verteidigen, ehrlich gesagt. Weil ja, das ist echt nicht, das ist nicht einfach hier anzugreifen. Ja, da haben wir leider verloren, aber das ist leider zu kurz die Runde, deswegen setzen wir die nächste noch hinten dran. Wenn das jetzt eine Conquest-Runde ist, dann weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall Erster. Von unserer Seite. Ja, unser Team war gar nicht so viel zu sagen. Ja, war scheiße am Anfang, ne? Aber dann ist ganz gut geworden. Ja, ne? Ja. Letztes Mal wurde mir auch, ich habe das eben schon mal gesagt, wo ich dachte, wir nehmen auf, aber ich sag's jetzt nochmal. Und zwar letztes Mal wurde mir gesagt, halt, dass ihr beide zu leise wart, deswegen habe ich das ein bisschen höher gestellt, Leute. Ich hoffe, der ist laut genug. Bei mir hört er sich jetzt definitiv viel lauter an. Ich hoffe, das kommt auch bei euch an. Wenn nicht, könnt ihr es mal gerne natürlich wieder in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das in der nächsten Aufnahme dann wieder ändern, also noch lauter stellen. Aber... Mal sehen. Ich glaube, das sollte passen eigentlich. Ja, ich hoffe. Wenn ich nicht sogar schon zu laut bin oder so, mal gucken. Ja, also, ich weiß nicht. Ach, wir werden sehen. Die Leute wollen uns doch eh nur quatschen hören. Nee, der Soundtrack ist echt geil, aber der Soundtrack von 300, der hier gerade im Fernsehen kommt, der ist auch richtig fett. Der ist auch richtig nice. Da gab es auch irgendwie ein Lied, das habe ich mir auch immer die ganze Zeit angehört. Weiß bloß nicht mehr, wie das heißt. Ich glaube, wir denken mal, das wird der Track am Schluss sein. Ja, das wird der Track, dieser entspannte Track am Schluss, ja. Ja, das wird dieser sein, wo die sich dann auf einmal alle entspannen und so. Ja. Und ja, das ist richtig fett.
Ja. Das riecht, weil der ist so emotional einfach auch. Ja, nice. Dann haben wir vielleicht sogar einen guten, selben gleichen Musikgeschmack. Ja. Ja, ich mag zwar zwischendurch gerne auch mal sowas wie Dubstep oder so irgendwas, ja, Hartes, mag ich auch mal gerne, aber ich mag super gerne halt Filmmusik insgesamt, so epische Tracks und so, muss ich echt sagen, bin ich einfach ein Riesenfan von. Ja. Also auch Matrix und sowas fand ich früher richtig fett vom Soundtrack her. Na, wen haben wir denn da? Ah, oh, dammit, ich hab die falsche. Na, wer die Granate schmeißt, der verliert. Ja. Ich hab ja nicht mal eine Granate geschmissen. Warst du das nicht? Nee, ich war der zweite von dem, aber ich habe keine Granate geschmissen. Achso, ich dachte, du wärst das mit der Granate gewesen. Weil der andere hat eine Granate geschmissen, definitiv. Ja, der andere ist. Die habe ich auch abbekommen, aber da verliert man immer. Dann nehme ich hier nochmal die AUG. Ich spiele gerade bei Medic mit der M416. Mit der M16 habe ich eben auch schon im anderen Video gesagt, was nicht aufgenommen wurde. M16A3 werde ich nicht spielen, Leute. Das habe ich eben schon erklärt. Die ist mir einfach zu, weiß noch nicht, die ist mir zu overpowered. Und ich will jetzt nicht sagen, ich bin zu gut dafür, das sage ich jetzt nicht, aber ich finde die ehrlich gesagt, ja, ich finde es ein bisschen scheiße. Die ist halt, ja, die ist, die kann einfach alles halt. Die ist für alle Lagen einfach gut. Komm schon, schaffen wir noch. Jawohl. Boah, nee, ey. Sniper-Alarm, Sniper-Alert. Das gibt's nicht. Yes, endlich bist du down. Ich hab hier alle wieder wiederbelebt, die gingen. So, könnt ihr das jetzt bitte entschärfen? Ist ja. Es in die Luft geflogen? Ne, ist es nicht. Ey, wir haben auch davor im Video, glaube ich, noch über Titan Mode und sowas geredet, was wir gerne Battlefield 4 sehen. Boah, ey, ich will's unbedingt, genau, wenigstens mal einer, der eine Meinung dazu hat. Ich habe nämlich mal irgendwann mal in meinen Kommentaren gefragt und da haben ganz wenige gesagt, was sie sich wünschen in Battlefield 4. Und deswegen finde ich. Eine ganze Liste. Ja, ich nämlich auch, eigentlich, ich habe auch eine Liste. Ich habe zum Beispiel einer meiner ersten Punkte, wo alle gesagt haben, ja, das wäre ja unfair und so. Das, was ich nicht so sehe, und zwar das mit dem Aufstehen, wenn man mit dem Spawnschutz da. Also, dass man da noch liegen bleiben muss, dass das so lange dauert, bis man aufsteht. Ja. Da waren viele nicht meiner Meinung, haben gesagt, nee, das wäre ja voll scheiße und overpowered und so. Das sehe ich nicht so. Nee, das. Weil das ist super nervig. Du liegst da und kannst nichts machen. Ja. Ne? Aber wir haben uns beide auf jeden Fall den Commander-Modus gewünscht von Battlefield. Ja. Sag du den Namen nochmal: 2100. Battlefield 2 ist der. Ja, da ist. Genau, da ist der auch dabei. Der Titan-Mode war bei 2142. Genau, meine ich. Genau den meine ich ja. Genau. Der war halt super fett. Und vielleicht ist er auch bei Battlefield 4, also es gibt ja dann wahrscheinlich Flugzeugträger. Und ja. Vielleicht ist es so, dass dann halt der Flugzeugträger als Titan dient. Boah, dieses Ding von Avengers hätte ich gern als Flugzeugträger. Weißt du, was ich meine? Ja, ich hab den Film gesehen. Ja, extrem geil auch. ich gehe morgen endlich in Iron Man rein, oder? Ja, der Film ist nice. Hast du den schon gesehen? Ja. Ja, ich will ihn auch unbedingt sehen. Weil Robert Downey Jr. ist einfach ein König. Ja, also der ist echt witzig, der Film, das kann ich schon mal sagen. Ja, dass der witzig wird, das hatte ich mir schon fast gedacht, aber. Ja. Boah, unser Team, ey, kriegt gar nichts gerafft. Ne, die kriegen gar nichts gebacken, das stimmt. Ihr habt vor allem die komplette Deckung weggeschossen, jetzt ist es fast unmöglich, da jetzt nochmal durchzukommen. Oh, da stand ein Sniper, ein Snipper. Was ich vor allen Dingen auch bei Battlefield 4 sehen will, ist halt Voice-over-IP, ne? Also oh, das wäre echt super. Im Squad, also das wäre extrem nice einfach. Ja, weil das ist echt nervig, wenn man nicht den anderen was sagen kann und immer schreiben muss und so. Vor allen Dingen jetzt dem Team, ich würde dem so gerne, oder dem Squad, oder, na, keine Ahnung, aufs Team Voice-over-IP wäre vielleicht auch nicht ganz so schlecht, aber ich möchte ihm halt jetzt sagen, was wir vielleicht machen können. Um das noch zu schaffen, das gibt's doch nicht. Ja, ihr hättet noch eine Chance. Ihr habt ja, wie viele Tickets habt ihr? Obwohl sechs und doch die zwei zumindest hier. Halt einfach auf eine MCOM einigen, dann vielleicht den Tank als Deckung nutzen und dann geht das los. Und dann wirklich jeder muss reviven dann und versuchen alle am Leben zu behalten. Ja. So muss das funktionieren dann. Ja, das ist wie letztens auf dieser Donia Fortress Map, wo man einfach B halten muss. Da haben wir am Schluss halt, das haben wir am Schluss gut gemacht. Aber davor hatten wir halt Probleme damit. Und wenn du das halt schaffst, B zu halten, hast du gewonnen. Also wenn die anderen sich halt da noch ein bisschen drum kümmern, dass
Ja, dass die anderen Dinger aktiviert werden. Das warst du gerade bei B, ne? Ja. Grace hat mich gekillt. Ja, ich hab dich mitgekillt. Ach ja, Zeitangabe haben wir auch noch nicht gemacht. Es ist Sonntagabend. Das sollte vielleicht bei dem Film, den ich eben gesagt habe, zwar klar sein, aber Sonntagabend ist es. Wir nehmen gerade Sonntagabend auf. Ja. Und ja. So, ach, irgendwie macht das immer Spaß, wenn man dafür ein bisschen Zeit hat, ein bisschen Muße hat bei Battlefield, dann kann man echt viel reißen. Dann macht das richtig Bock, so ein paar Ründchen zu zocken. So, den holen wir wieder, den auch. Muss noch ein paar Pünktchen. Was kommt jetzt eigentlich noch als nächstes so von Releases raus? Von Games? Also ja, das größte Release, ja das, also mein Lieblingsrelease ja erstmal für die nächste Zeit ist. Da habe ich extra nicht. Alter, da hast du mich extra abgelenkt. Auf jeden Fall, das nächste große Release ist Metro Last Light. Ja. Wo ich mich total drauf freue, weil atmosphärisch ist das einfach der absolute Burner. Und danach, nächsten Monat, kommt noch so eine Art, ich sag jetzt mal, Horrorspiel ist das ja nicht wirklich, aber von mit den besten Entwicklern, die es gibt, und zwar The Last of Us von Naughty Dog. Oh ja. Da freue ich mich auch wie ein kleiner Penis drauf. Ja, ich denke, haben wir jetzt zwei Runden hinter uns, ich glaube ja, ne? Dann ist das erstmal für die erste Aufnahme oder für die erste Folge genug. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute, und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, Battlefield 3. Bis dann. Ciao. Boah, das ging gar nicht.